Paul, lies mal, Paul, hier ist ein Telegramm für dich. Ach, ich will kein Telegramm heute nicht sehen. Ich bin heute nie in der Stimmung. Es kann da aber was Wichtiges sein. Was Wichtiges? Hast du für mich schon mal was Wichtiges gesehen? Für mich gibt es überhaupt nichts Wichtiges. Lies mal vor, vielleicht ist doch was Wichtiges. Wegen nicht rechtzeitigen Eintreffen des Honorars lehnen es alle Künstler ab, am Rumsendorfer Sender zu unterscheinen. Unterschrift, Nepp und Pleite. Unterscheiden, wenn ich schon was höre, sowas. Die sollen bleiben, wo sie der Pfeffer wächst. Ich will sie gar nicht mehr sehen, die Brüder. Ich mach meinen Dreck alleine. In Rumsendorf, wer weiß es nicht, hab ich einen eigenen Sender. Dort sendet mein Antennerich bis in die fernsten Länder. Die anderen Sender in der Welt brauchen für jede Szene ein Dutzend teure Schauspieler. Ich mach meinen Dreck alleine. Als ich ein kleiner Junge war, musste ich zur Schule wandern. Ich lernte vor Lehrer nicht, auch nichts davon erkannten. Da sprach der Pastor, ich geb dir Privatunterricht daheim. Da meinte ich, das hat auch keinen Zweck. Ich lern meinen Dreck alleine. Hältst du die Landwirtschaft in Schwung, bereitet dir viel Qualen. Kali, Phosphor und Dingesalz kann man nicht mehr bezahlen. Den Reisenden mit Kunstdinger, den mache ich aber Bene. Ich brauch die Kunst auf dem Felde nie. Ich mach meinen Dreck alleine. Parteien und Vereine gibt's, du kannst sie nimmer zählen. Du weißt nie, wenn sie quatschen tun, was sollst du eigentlich wählen? Sie reden in Zitaten bloß, doch Taten siehst du keine. Drum lasse quatschen, was sie wollen, ich mach meinen Dreck alleine. Wir hatten mal in Rumsendorf an der Oper mit Gewitter, vergaßen aber das Geräusch, da schimpft der böse Ritter. Pauline wusste jedoch Rat. Was soll denn das Gestehne? Denn Donner macht mein Mann dazu, bei mir blitzt von alleine. Ein Wirtshaus sah sich mit paar Herren, die spendierten viele Lagen, denn ich sauf doch gar zu gern, die Kunden nicht vertragen. Und als die 12. Flasche kam, verloren sie ihre Beine, da meinte ich, geh doch schlafen jetzt, ich sauf den Dreck alleine. Per Arm ging ich im Dunkeln mal mit meiner Frau spazieren, wir latschten durch den größten Matsch, was soll denn schon passieren? Da schreit sie vor einem Haufen Dreck, Paul, heb doch deine Beine! Schon rutschte mir der Hintern weg, ich sah dein Dreck alleine.